Und so einen richtigen Trenbolon-Look, ne? Auch so vom Gesicht, der sieht nicht gesund aus irgendwie. Und mich triggert dieses Polohemd extremst. Trainiert immer mit Leuten, die besser sind als ihr. Hat halt mit mir ein paar Mal trainiert, ne? Da habe ich ihm ein paar Tipps gegeben. 2022, da sahen die Arme nämlich so aus. Digga, niemals war das 2022, Alter. Sieht seine Brust so schmal aus. Da ist der japanische Studienzerpflücker. Wir starten nicht mehr jetzt, sondern erst im Herbst. Jetzt wird's spannend, Freunde. Rennmaste, Primo, irgendwas von diesen drei Komponenten ist 100% drinne, Freunde. 100%. Guten Morgen, United, Freunde. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und heute reagieren wir mal wieder auf einen Neustoffer. Lars Stoffig. Alhamdulillah. Mit einem neuen Video. Yeah! Ich rieche Gains. Viel Spaß. 200 hier, 300 hier, 400 hier. Irgendwelche Kombinationen. Let's go mit der Reaction, Freunde. Es gibt Neuigkeiten zu meinem Wettkampf. Heute trainieren wir zusammen Arme und währenddessen werde ich euch ein bisschen was darüber erzählen. Wir fangen an mit Bizeps und abwechselnd danach. Das wollte ich wissen. Was ist aus seinem Wettkampf geworden, Digga? Trizeps, ich hab Bock richtig zu ballern. Ich hoffe, ihr auch. Let's go. Fangen jetzt erstmal an. Gehen langsam mit dem Gewicht hoch und dann schauen wir, wo wir ankommen. Am Anfang. Schön im Polohemd am Pumpen. Fleißig, der Junge. Versuche mich erstmal als Set, also eine schwere Übung reinzubringen und vor allem von all denen den Tipp umzusetzen, nämlich die Arme vorm Körper zu lassen und die Arme quasi aufgehen zu lassen. Ja, hab seitdem auch wieder Armtage danach gemacht und habe auch gemerkt, dass kriegt mir schon einiges, die Tipps, die ich da mitnehmen konnte. Deshalb, Leute, trainiert immer mit Leuten, die besser sind als ihr und da schon sind, wo ihr hin wollt. Da hat halt mit mir ein paar Mal trainiert, ne, habe ich ihm ein paar Tipps gegeben. Nee, warum ich das gerade auch angesprochen habe mit dem Wettkampf. Ich habe das fleißig verfolgt, seine ganze Diät und letztens gesehen, der gönnt sich ganz auf Döner, Sushi. Und irgendwie ist jetzt, glaube ich, sein Wettkampf dieses Jahr ins Wasser gefallen, wenn ich mich nicht irre. Also nicht, wenn ich mich irre, wenn es kommt mir halt so vor, weil da kommt irgendwie nichts mehr von. Klar, der zieht auch weiterhin Ernährung durch und alles drum und dran. Aber ich glaube, der ist ein bisschen runter vom Gaspedal. Ich mache aber auch fast Strict Curls, also ich versuche relativ gerade zu bleiben, wenig Schwung zu holen. Versuche halt maximal die Last auf dem Bizeps zu haben. Wir waren ja letztens, wer auch schon unsere Stories aufmerksam verfolgt, auf dem Strict Curl Wettkampf in Halle Saale. Und da geht es ja auch darum, quasi an der Wand zu stehen und das Ganze strict zu curlen, ohne Schwung zu holen. Ist auch mal eine coole Sportart, die man nebenbei machen kann. Auch so Armwrestling-Geschichten, so ich feiere das alles, mag das gerne. Und in Zukunft werde ich auch einiges von ausprobieren. Ich werde jetzt versuchen, noch ein bisschen Schwung mitzunehmen und dann noch ein paar mehr Reps zu machen. Eben, der war relativ strict und hat man schon gesehen, ziemlich am Limit. Okay. Chaka. Die Lars-Videos haben so einen geilen Flair, findet ihr nicht auch? Es macht Bock, die Dinger zu gucken. Psycho-Mucke. Passend zum Lars, ne, dem Psychopath. Ihr habt es gesehen, die letzte Wiederholung, immer schön die negative mitnehmen. Stretch. Alter, davon braucht ihr auch nicht viele. Ich sehe immer Leute, die machen Armvolumen, Armvolumen, Armvolumen und sagen, lass meine Ärmel wachsen nicht. Wahrscheinlich macht ihr zu viel Volumen oder einfach Junk-Volumen, was keinen Muskelreiz bringt. Viele machen den Fehler und trainieren die Arme zu viel oder zu häufig oder einfach falsch und denken, gerade wenn die noch mehr machen, wachsen die dann logischerweise noch mehr. Nein, ganz großer Irrglaube, versucht mal wirklich das Training umzuswitchen und mal das Volumen rauszunehmen. Vor allem, weil Bizeps, Trizeps habt ihr oft drin als Hilfsmuskel und dann regenerieren die Arme einfach falsch und das kann auch ein Grund sein, regenerieren schlecht, dass die Arme nicht richtig wachsen. Probiert's aus, Freunde. Nicht immer nur noch mehr oder verdoppeln. Viel hilft viel, ist meistens tatsächlich falsch. Deshalb, ich trainiere relativ intensiv. Maximal, also eigentlich bei jeder Übung, die ich mache, 2 Sätze. Und relativ nah am Muskelversagen, so habt ihr wenig insgesamt Volumen und viel Volumen, was nah am Muskelversagen ist und maximal Muskelreiz triggert. Und damit wachsen meine Arme auch echt gut, muss ich sagen. Früher waren die nicht so gut. Hier können wir nochmal einen Vergleich einblenden zu 2022. Da sahen die Arme nämlich so aus. Das war 2022?
Und da habe ich relativ viel Volumen gemacht, das ist lustig. Digga, niemals war das 2022, Alter. Wie sieht der denn aus? Ich habe quasi weniger Sätze jetzt. Und die das war doch nicht letztes Jahr, oder? Niemals, Digga. Das ist der doch gar nicht. Das ist nicht der Lars, das ist jemand anders. Guck mal hinten, die Tischdecke. Und das ist irgendein Ostblock-Kollege aus dem Osten. Irgendein Slave. Nein, Mann, das ist doch nicht der Lars. Die Arme sind trotzdem gewachsen. Einen letzten Satz mache ich, glaube ich, noch. Ich habe irgendwie Bock. Die Übung gefällt mir auch richtig gut, Alter. Dieses vom Körper schwere Übung feiere ich mega für die Arme. Boah, in der Seitenansicht sieht seine Brust so schmal aus, das passt gerade gar nicht zum Rest des Körpers. Sieht ganz, ganz komisch aus. Ist aber natürlich auch wieder die Ansicht und wie da gefilmt wird und der Winkel und so weiter, ne? Ich habe jetzt ein bisschen mehr Kalorien. Wir haben den Wettkampf. Jetzt wird's spannend, Freunde. Und an dieser Stelle auch eine ganz kurze Werbeunterbrechung, weil spannend wird es auch ab diese Woche Mittwoch. Denn wir haben mal wieder die wunderschöne 4 für 3 Aktion. Ihr kauft 3 Produkte und das vierte gibt es gratis. Beispielsweise knallt ihr euch 3-mal Isoplen in den Warenkorb, gibt es die vierte Dose umsonst. Oder was ich euch auch ans Herz legen könnte, ist der Carsten Schlager Flexpresso Karamell mit Eiswürfeln. Perfektes Ding für den Sommer. Rabattcode William, esn.com. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Dankeschön für euren Support. Verschoben. Wir starten nicht mehr jetzt, sondern erst im Herbst, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir noch zu viele Schwachstellen haben, gerade im Rücken. Und deshalb versuchen wir jetzt noch maximal Muskeln aufzubauen. Die nächsten 1-2 Monate. Trotzdem in der Range vom Gewicht zu bleiben. Finde ich tatsächlich eine sehr weise und kluge Entscheidung. Einfach mal noch ein paar Monate dranhängen, Aufbau noch mal ein bisschen ausnutzen. Rebound jetzt vor allem nach so einer guten Diät. Der war ja mit dem KFA schon sehr, sehr gut. Und dann kann er, glaube ich, bis Oktober oder November noch ein geileres Paket hinzaubern als jetzt hier im Sommer. Damit wir schnell auch wieder in Form sind. Also nicht zu dick zu werden. Auch fürs Gram immer ganz geil. Deshalb fühle ich mich sehr, sehr prall. Ich glaube, man sieht es auch gleich, wenn ich mich ausziehe. Das ist nochmal ein anderer Look. Die Kohlenhydrate kommen an, die Kalorien. Ich bin prall wie Sau und das fühlt sich einfach geil an. Geil. Okay, Trizeps, Überkopf. Beine sind bei Lars, also Unterkörper ist schon auf einem richtig stabilen, strammen Niveau. Ne? Ich habe jetzt erstmal hier 40. Ich guck mal, wie die laufen und dann gehe ich vielleicht noch höher. Das Umsetzen ist immer am gefährlichsten bei der Übung. Das war früher meine erste Trizepsübung. Mich triggert dieses Polohemd extremst, Alter. Das hat im Gym nichts verloren. Lars, bitte, hör auf damit. Was ich immer gemacht habe, alleine, über dem Kopf, im Studio. Wir hatten nur einen Kabelzug und der war immer belegt. Ich weiß gar nicht, ob die meisten das wissen. Ich komme aus Hessen, also aus Wiesbaden, Frankfurt. Nicht. Hä? Krass, ich dachte, er ist Berliner. Ich bin aus Berlin, wie die meisten denken. Bin hierher gezogen für mein Studium. Ursprünglich. Und dann hat es mich zu Johannes und der ganzen Truppe verschlagen, ja. Und seitdem läuft es halt bergab bei Lars, ne? Er ist im Bann, in der Sekte von Johannes. Kein Spaß. Finde ich geil. Wieso nicht? Dennoch bin ich der Meinung, dass man immer irgendwas durchziehen sollte, bevor man alles auf eine Karte setzt mit Social Media, Bodybuilding und YouTube. Man sollte schon was in der Rückhand halten. Aber Lars ist auch noch ein junger Bursche, ne? Wenn es halt jetzt in den nächsten 1-2 Jahren nicht klappt, ist er immer noch jung genug, um da irgendwas zu machen. Aber ich bin der Fan immer, Ausbildung abschließen oder wenigstens ein Studium zu Ende machen, damit man wirklich, falls es nicht klappen sollte, normal einen Job ausüben kann, ausführen kann und nicht da wie ein Penner ist und nicht weiß, ob man da mit seinem Leben anfangen soll. Ne? Auf jeden Fall so bin ich ins Gym gekommen, nämlich bei mir zu Hause im kleinen Dorfgym. Und da gab es, wie gesagt, nur diese Übung. Deshalb bin ich da auch so stark drin. Körperübung. Muss übertrieben viel im Bauch stabilisieren. Aber es ist eine geile Übung. Ich fühle die extrem gut im langen Kopf. Generell an meinen Armtagen achte ich auch darauf.
Jetzt so ein schönes Voice-Over oder was? Trizepsübungen über Kopf zu arbeiten, wie man hier schön sehen kann. Das Ganze habe ich mal angefangen, weil ich eine Studie gelesen habe, damals aus Japan. Die hat belegt, dass Trizepsübungen über Lars, der japanische Studienzerpflücker, was ist denn da los? Kopf einen größeren Muskelreiz setzen als die Trizepsübungen neben dem Körper. Und deshalb mache ich ja auch auf die gesamte Woche gesehen, ja, mehr Übungen von oben und habe dadurch auch schon echt dicke Fortschritte gemacht. Der Ärmel ist auf jeden Fall schon auf 50 rangewachsen, trotz der vorherigen Diät. Stramm. Gerade stramm. Schreibt mal bitte nicht. Der braucht aber einen 55er bei seiner Körpergröße. Die Kommentare, ob man einen Unterschied sieht zuletzt mal. Ich bild mir schon ein, dass das alles ein bisschen runder und voller ist. Der ist echt prall wie Sau, der Kollege. So einen richtigen Trenbolon-Look, ne? Auch so vom Gesicht, der sieht nicht gesund aus irgendwie. Er sieht von und so, ich weiß, wie soll man das erklären? Digga, es gibt da nichts zu erklären. Das ist der typische DHT-Look. Trennmaste, Primo, irgendwas von diesen drei Komponenten ist 100% drinne, Freunde. 100%, glaubt mir. Ich rieche das von Berlin bis nach Wuppertal, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und mich, Freunde, könnt ihr nicht verarschen. Ich weiß das. Komm, komm Lars, brauchst mir keine erzählen, da ist doch was im Spiel hier. Nicht nur Testo only, da wird irgendein DHT gefahren, 100%. Tja. Stop it, sorry, warte mal, einer hat abonniert. Danke fürs Prime-Abo. Egal, so, weiter geht's. Schneidet raus. Ganz anderer Flair, dieses Video, mit dieser Musik und allem drum und dran. Überlegen, vielleicht ein bisschen weniger zu machen. Genau, gleich im letzten Satz, im dritten, noch ein bisschen sauberer vom Körper zu machen. Aber einen baller ich, glaube ich, noch damit. Das Ding ist, wenn man sich lange in der Diät befindet und auch sehr häufig Formchecks macht, sei es für den Progress oder allein schon bei solchen Videodrehs, damit lernt man auch und verbessert extrem stark sein Posing, wenn es einfach so diese Häufigkeit. Und man checkt es, also man merkt es gar nicht selbst, weil wenn man jetzt als Wettkampfathlet in der Prep ist, sollte man am besten jeden Tag üben, aber so übst du es mehrmals die Woche und checkst gar nicht, dass du es geübt hast. Voll die geile Erleichterung. Aber man sieht jetzt auch bei ihm, der hat das Posing auch extrem verbessert. Wenn ich mich an die ersten Videosaufnahmen zurückerinnere, da sah das nicht so gut aus wie jetzt. Gut am Ölen, der Kollege, wa? Sind halt die Nebenwirkungen von den ganzen Präparaten, die der da konsumiert. Dann machen wir jetzt weiter, Trizeps, zweite Übung. Hier haben wir, eben hatten wir Überkopf eine Übung, jetzt haben wir nochmal eine vorm Körper. Versuchen den Ellenbogen schön nah am Körper zu halten und hochzugehen. Im Stretch den Bizeps anzuspannen, da ist nämlich der Trizeps in seiner vollsten Dehnung. Ein Aufwärmsatz und dann wieder zwei Sätze, richtig schwer. Und wenn ihr wirklich dickere Ärmel haben wollt, dann müsst ihr auch hier in den anderen Übungen darauf achten, den vollen Bewegungsradius mitzunehmen. Also ihr könnt euch auch selbst kontrollieren, indem ihr genau bei der Übung, die ich jetzt mache, in der gedehnten Position den Bizeps anspannt. Dann habt ihr auch maximale Spannung auf dem Trizeps und setzt den Muskelreiz genau in der richtigen Phase.
Nur Warm-up. Kurz aus Versehen Satz rausgehauen. Puh, fühlt sich gut an. Letzte Bizepsübung, die wir jetzt machen. Wir konzentrieren uns mal auf die Position, wo der Arm vorm Körper ist. Und versuchen hier nochmal in den Bizeps-Peak, also die Höhe, zu arbeiten. Schön hinter den Kopf ziehen. Diesmal nur zwei Sätze, weil meine Arme sind schon echt gut gekillt. Gerade die erste Übung war echt sehr intensiv. Oh, eine verdammt geile Maschine. So auch noch nicht gesehen in der Art und Weise. Das Powerhouse Gym hat eigentlich nur, was ich gesehen habe, das meiste waren tatsächlich Plate-Loaded-Maschinen. Fast gar keine mit Steckscheiben. Komm, Junge. Sieh. Der ist auch echt am Kämpfen, ne? Bis zum bitteren Ende. Aber so muss das auch sein. Alter, fertig, du Bizeps. Und mit der Welt auch. Der hat keinen Bock mehr. Noch eine Trizeps und dann ist der Armtag auch schon durch. Wir sind jetzt hier an der Dipsmaschine. Die haben wir letztes Mal auch schon mit Fabi und all dem gemacht. Aber hat mir letztes Mal sehr gut gefallen. Und ist auch ein bisschen mehr für den längeren Trizepskopf hinten. Man muss auch einfach mal sagen, dass jeder andere Maße und Hebel hat vom Körper her und ihr wirklich viel selbst ausprobieren müsst, um die optimalen Übungen für euren Körper zu finden. Ich habe meine schon gefunden und hoffe, ihr habt dadurch auch eine kleine Inspiration. Sehr sympathisch, diese kleinen Voice-Over-Einschnitte, ne? Aktion bekommen und probiert die Übung dann nächstes Mal in euer Armtraining ein bisschen aus. Ja, Mann, bleibt dabei und gebt Gas. Euer Lars. Ich finde, der Lars macht eine wirklich sehr, sehr gute Figur in seinen neuen YouTube-Videos, auf seinem neuen Kanal. Das ist, glaube ich, erst das vierte oder dritte Video. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich finde es sehr, sehr geil, dass er die ganze Prep verschoben hat, weil er, der Junge ist super, ganz klar, keine Frage. Aber für eine Pro-Card, habe ich ja bereits im Stream gesagt, ist es wirklich, ich glaube, noch nicht ausreichend genug, vor allem, wenn man die Jungs in der Classic gerade betrachtet, das Niveau ist unfassbar krass geworden und ich denke mal vom Unterkörper, klar, brutal, aber Oberkörper fehlt einfach. Im Brustbereich, Schulterbereich finde ich noch ein bisschen Fleisch, vor allem auch im Rücken. Rücken seine größte Schwachstelle, bevor wir es ganz vergessen, und deswegen finde ich die Entscheidung ganz gut. Noch besser fände ich es tatsächlich früher 24, aber was soll's, der soll mal auch mal auf der Bühne, damit man gucken kann, wie das Ganze neben anderen Jungs ausschaut. Freunde, haut eure Meinung wie immer in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und wir sehen uns hoffentlich noch Freitag im Livestream. Ciao, ciao, bis dann.